Cortina ist ein Skiort mit so viel Tradition. Ehrwürdiges, wohin man schaut, altes Geld, verbunden mit etwas Hoffnung. Ich habe mich zuerst noch über die WM gefreut, aber dann mit dem schlechten Wetter konnte man sich kaum noch etwas erwarten. Zum Glück ist es jetzt besser und ich hoffe, die WM wird in jeder Hinsicht besser. Wenn man in diesen Tagen während der Ski-WM durch Cortina spaziert, sieht man schon Pelz und Glamour. Mit Abstand und Maske, natürlich. Wenig Jubel, keine Party und Public Viewing, bestenfalls in Due. Leinwände und Bildschirme findet man hier nicht, damit sich nicht zu viele Leute versammeln. Man darf ja auch nicht hoch, um zuzuschauen, logischerweise. Mitfiebern im kleinen Rahmen, zu Zeiten einer Pandemie ja nichts Neues. Ob am Hang nebenan Ski gefahren wird oder nicht, in der Sonne Cortinas dreht sich das Leben ohnehin weniger um den WM-Schnee, sondern vielmehr um die Creme de la Creme, heiße Schokolade, Dolce Vita und Hubertus von Hohenlohe. Es ist ein ganz eigenes Gefühl, weil es ist eine WM da, aber es ist so, als ob keine WM da wäre, aber es ist doch eine WM da. Also man kann es kaum erklären. Einerseits glaubst du, es wird dann irgendein berühmter Skifahrer vorbeigehen, aber es geht dann doch niemand vorbei. Und trotzdem ist ein bisschen eine Stimmung von WM da. Es ist ganz, ganz, ganz eigenartig. Und auch das mit dem Zuschauen ist für die Athleten schwierig. Es darf nicht einmal die Familie kommen. Also es ist ja ausdrücklich, bekommen wir einen Schrieb geschrieben, dass weder der Vater noch die Mutter, niemand soll sich präsentieren, weil sie dürfen nirgends hin. Und ich bin gestern beim Abfahrtslauf, also im Super-G der Herren, wollte ich reingehen und haben sie gesagt, nein, sie sind nicht erwünscht, weil sie fahren heute nicht mit, also sie können gar nicht hingehen. Also das habe ich noch nie erlebt, dass die Athleten nicht einmal zuschauen dürfen. Sorry, wahrscheinlich der Gedina. El Gedo. Gedo, sei pronto o no? Nur zum Verständnis, Hubertus redet nicht nur mit Athleten, mit 62 ist er immer noch einer von ihnen. Das war Christian Gedina, den treffen wir auch gleich. Nein, eben genau nicht hier in der Stadt, sondern ganz im Social Distancing-Stil im Stall. Das hier sind alles Milchkühe und da drüben sind vier Schweine. Die Weltmeisterschaft ist für Cortina super, aber ohne Publikum fehlt etwas. Wir haben uns natürlich sehr viele Leute erhofft. Covid hat uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es fühlt sich einfach nicht an wie eine WM. Und trotzdem, es geht immer noch um die goldene Medaille. Da erinnert sich hinterher niemand mehr, ob Zuschauer da waren oder nicht. Raus aus dem Stall, rein ins Nachtleben. Wir treffen Alessandro Benetton, den OK-Präsidenten der WM. Ich wünsche mir, dass hinterher die Schönheit unseres Ortes in den Köpfen der Leute bleibt. Und unsere Fähigkeit, komplizierte Dinge auf die Beine zu stellen, auch wenn wir für unser Durcheinander bekannt sind. Fassen wir zusammen, eine WM ist eine WM, auch wenn sie sich dieses Mal ganz anders anfühlt. Aber das auf höchstem Niveau. Cortina-Style eben.